Christliche Lobpreismusik ist in Landes- und Freikirchen sowie katholischen Gemeinden sehr beliebt. Das berichtet der Deutschlandfunk. Eingängige Melodien und Texte machten den Lobpreis erfolgreich. Der englische Literaturwissenschaftler und Autor von Lobpreisliedern, Nick Page, warnt hingegen vor Oberflächlichkeit. Wir sollten prüfen, ob wir hier Gott verherrlichen oder nur eine herrliche Band genießen. Der Lobpreismusiker Lothar Kosse aus Köln betont dagegen, dass die Schlichtheit eines Liedes nicht unbedingt ein negatives Merkmal sein müsse. Er bemühe sich, geistliche Lieder in eine leicht verständliche Sprache zu fassen, etwa in seinem Werk »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« über das Leid des Hiob. Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen, sieht hingegen die Vielfalt der Musikstile als Bereicherung. Wir müssen uns der eigenen Tradition nicht schämen, dass wir gerne auch mal Bach hören. Es ist ein großer Schatz, den wir pflegen sollten. Viele junge Christen verzichten aus Glaubensgründen auf Sex vor der Ehe. Doch gibt es auch nicht religiöse Gründe, warum sich das Warten bis zur Ehe lohnt, behauptet die US-Amerikanerin Jennifer Fulweiler. Die 40-jährige Radiomoderatorin wuchs als Atheistin auf und wurde später Katholikin. Die Mutter von 6 Kindern hat beobachtet, dass Paare, die vor der Ehe bereits zusammenleben, häufig in den lebenslangen Bund nur hineinschlitterten. Dadurch verliere die Ehe an Wert. Wer nicht bereit ist, Opfer auf sich zu nehmen, der kann schwierige Phasen im Zusammenleben schlechter bewältigen. In Luxemburg wird der konfessionelle Religionsunterricht an Grundschulen durch einen neutralen Werteunterricht ersetzt. In Berlin, Brandenburg und Bremen ist bekenntnisgebundener Religionsunterricht kein Pflichtfach mehr. Einige Bundesländer in Deutschland diskutieren über eine ähnliche Regelung. Sehen Sie dazu einen Kommentar vom ehemaligen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus. Wir haben im Grundgesetz festgelegt, dass Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist. Natürlich mit der Alternative, dass man auch das Fach Ethik wählen kann. Aber das Gros der Deutschen, der 11 Millionen deutschen Schüler, zumindest was die alten Länder betrifft, wählt natürlich das Fach Religion, weil es die Eltern so wollen, weil die Eltern doch eine gewisse rudimentäre religiöse Prägung haben wollen, eine weltanschauliche Prägung haben wollen. Und wenn das den Kindern, sei es von Seiten des Staates in einem laizistischen Staat oder seitens der Eltern verweigert wird, wird den Kindern Orientierung verweigert. Kinder sind auf der Suche ab einem gewissen Alter nach Sinn. Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es einen Sinn überhalb und oberhalb des Lebens? Und da kann natürlich am besten religiöse Bildung Antworten darauf geben.